Nach dem großen Kampf von Naruto gegen Ichiki geht der Boruto-Manga eine andere Richtung. Kawaki ist abgehauen, um Naruto zu beschützen und Code alleine zu besiegen. Doch Boruto lässt natürlich nicht so weit kommen und kommt seinem Bruder zur Hilfe. Aber Code als Gegner ist immer noch viel mächtiger als unsere beiden Naruto-Söhne zusammen. Doch dieser Manga heißt immer noch Boruto. Also steht dieser sein Mann und schafft es hier sogar, weitere Kontrolle über das Kama-Mal zu erlangen. Dieser Moment wirkt erstmal nicht so besonders, ist aber immens für die gesamte Serie. Boruto ist nämlich auf dem Weg, der mächtigste Charakter in diesem Universum zu werden. Doch dies und mehr gibt's in meiner Review zu Boruto Kapitel 63. So Leute, wir sind back in business mit einer weiteren Boruto Review und dieses Mal geht's natürlich kammermäßig zur Sache, wie man das halt von Boruto so kennt. Das ganze Kapitel könnt ihr wie immer kostenfrei auf Manga Plus lesen, deswegen checkt das Ganze auf jeden Fall ab und lasst hier unbedingt einen Daumen nach oben auf dem Video da, falls es euch gefallen hat, und einen Abo auf den Kanal, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Ich würde sagen, es gibt nicht sonderlich viel zu quaken und wir gehen nun rein in die Review. Also Freunde, Boruto Kapitel 63 und meine Fresse bin ich impressed. Auf den ersten Blick wirkt dieses Kapitel hier wirklich gut, aber nicht sonderlich herausragend. Ich muss aber sagen, hier steckt unfassbar viel drin. Also in diesem Chapter ist einiges passiert, auch wenn lange gekämpft worden ist und auch wenn Naruto einen Bubblekopf hatte. Ja, ist eine komische Szene gewesen, aber gehen wir in das Meat rein von diesem Chapter, natürlich von Beginn an. Wir haben nämlich hier Boruto, der Kawaki aufgespürt hat und nun gegen Code ran muss in einer Situation, wo Naruto im Dorf lungert und aktuell Boruto und Kawaki nicht aufspüren kann, also sind sie hier wirklich auf sich alleine gestellt. Kawaki sagt hier mal wieder, aber es ist trotzdem ein Point, der immer wieder stark hittet, dass er Naruto eben um jeden Preis beschützen muss, egal ob es sein Leben kostet oder ob er sich hier eben, wie wir sehen, gegen Code stellt. Also Kawaki ist sein eigenes Leben völlig egal, er möchte nur, dass Naruto irgendwie beschützt ist. Man muss auch hier zugeben, Boruto spielt diese ganze Nummer hier auch sehr gut, denn Boruto ist jetzt nicht der Main-Character von einem Battle-Show, der sagt, okay, wir kämpfen gegen Code, wir werden das gewinnen, ich bin der Allerkrasseste. Nein, Boruto weiß ganz genau, hey, hier ist definitiv ein Stärkenunterschied am Start mit diesem Code-Typ und aus diesem Grund wartet er eben auf Naruto, weil er sein Chakra nicht verbirgt, was heißt, dass Naruto ihn theoretisch aufspüren kann. Keine Sorge, zu dem Punkt werde ich gleich noch mal ein paar mehr Worte verlieren. Kawaki möchte natürlich das Ganze nicht und möchte immer noch oder besteht immer noch darauf, dass er das Ganze alleine regelt, damit Naruto gar nicht involviert wird, denn nach den vorherigen Beispielen, die wir hatten in Boruto, nach den vorherigen Kämpfen weiß Kawaki ganz genau, dass es das ein oder andere Mal ziemlich knapp mit unseren Jungs gewesen ist. Wir haben dann auch Aida, die eine mit dem ultra krassen Dojutsu, die letztens introduced worden ist, und sie hat sich in Kawaki verliebt. Deswegen soll Kawaki mitgehen und deswegen möchte Code ihn nicht umbringen, obwohl Code einen übertriebenen Hasskick schiebt, weil Kawaki eben seinen Gott Ichiki umgebracht hat. Kawaki durchschaut das natürlich sofort und checkt, dass er auf Mosala angelehnt auf jeden Fall Spielraum hat zu dribbeln, da Code ihn nicht mehr so umbringen würde, weil Kawaki weiß ganz genau, okay, Code ist voller Hass und Gottkomplexe, deswegen hängt er ja auch so an Ichiki und der ist natürlich noch extra sauer, weil er als Gefäß nicht geeignet ist, aber Kawaki eben schon, und er merkt hier, weil Code ihn nicht umbringen kann, dass er eben vielleicht das Ganze mit Reden lösen könnte. Ihm ist es egal, also er würde auch sterben, aber er merkt hier, weil Kawaki natürlich ein ziemlich smarter Boy ist, dass er das Ganze irgendwie anders regeln könnte und so Naruto gar nicht involviert werden muss, und genau mit diesem Fakt spielt Kawaki hier rum. Außerdem, egal welche Forderungen an ihn gestellt werden würden, er würde sowieso alles tun. Denn sagen wir es so, in seiner Vergangenheit hatte er natürlich, ja, noch krassere Forderungen von irgendwelchen Leuten bekommen. Thema Ichiki, der ihn nicht gerade wirklich gut erzogen hat. Natürlich hat Boruto aber keinen Bock darauf, dass Kawaki sich opfert, denn obwohl Kawaki Naruto protected, protected Boruto Kawaki und Naruto protected dann eben Boruto. Ja, nur Sasuke ist da ein bisschen außen vor bei diesem komischen Protect-Beschütze-Dreieck. Naja, aber mal Retalk, Boruto ist an dieser Stelle sehr, sehr reif, weil was Kawaki natürlich nicht hier merkt, weil er auf dem Ego-Trip ist, weil Kawaki noch nie so etwas wie Liebe erfahren hat, dass Boruto ihn klar machen will, hey, Naruto würde es nicht wollen, dass du dich opferst. Natürlich, deep down ist es Kawaki irgendwo klar, aber er ist immer noch ein stures Kind, was Naruto eben um jeden Preis beschützen möchte, denn Naruto hat ihm erst überhaupt ein Leben geschenkt, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und wegen dieser Rede, ich weiß, wir sind zwar im Battle-Shonen, aber wegen dieser Rede verliebt sich dann Aida auch in Boruto, weil das ja so männlich von ihm gewesen ist, aber hey, es macht ja auch hier mehr Sinn, denn Boruto ist mit Frauen ja sowieso ganz
ganz gut in seinem Universum. Er ist ein sympathischer Dude, man kann es verstehen. Und er ist natürlich auch Uzutsuki, was eben heißt, dass er auch vom Tinder-Profil her in Aidas Bodyshema reinpassen würde. Wir haben auch hier einen Satz von Code, dass er zu Boruto sagt, dass er ihn ebenfalls verehrt, da er quasi der Wirt von Momoshiki ist und demnach auch Uzutsuki ist. Wir wissen ja alle, dass Code in der Birne ein bisschen kaputt ist, um es mal so auszudrücken. Aber diese Szene hier hat mir ein bisschen mehr zu denken gegeben, weil pass mal auf, Code ist ein Typ, wir wissen, er ist absolut geisteskrank. Wir wissen nicht, was sein Endgame ist, wir wissen nicht mal, wie lange er da bleiben wird in der Story. Wir haben jetzt einen Satz von ihm, wo er sagt, dass er Boruto irgendwie doch schon verehrt. Was ein major Satz ist eigentlich in diesem Zusammenhang. Also, ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Code irgendwann tatsächlich ein Untergebener von Boruto werden könnte, weil zum einen Momoshiki eventuell irgendwann über Boruto eine längere Zeit die Kontrolle übernimmt oder weil Code irgendwann denkt, dass Boruto den Willen der Uzutsukis ausführt. Sagen wir mal in dem Beispiel, dass Boruto irgendwie eine dunkle Route geht, aka Sasuke. Ja, das haben wir uns auch schon oft vorgestellt, dass Boruto mal so einen Weg bestreiten könnte und eventuell könnte Boruto, wenn sowas in der Art passieren sollte, Code dann für seine Zwecke ausnutzen, was auch immer passieren wird. Es ist super schwer, von dem Zeitpunkt das Ganze zu betrachten. Ich habe hier ein wenig an Tokyo Ghoul gedacht, weil in Tokyo Ghoul war es auch so, dass wo Kaneki bei den Ghoulen gechillt hat, als ihr quasi Anführer, gab es auch Leute, die seine Feinde waren, aber dann zu seinen Freunden wurden, weil sie dachten, dass Kaneki quasi das Richtige für sich tut, was er natürlich getan hat, aber mir geht es hier in diesem Beispiel darum, dass es immer diese verrückten Gefolgsmänner gibt, die sich eben an eine Führungsposition klammern und das könnte bei Boruto eben genau so der Fall werden mit eben Cole. Wir haben wirklich ein immenses Setup, was diesen Plot angeht und ich weiß, ich habe das wirklich schon tausendmal angesprochen, aber ich möchte nochmal ein bisschen deep diven in dieses Thema Boruto als Antagonist in der Serie, ja, Boruto, logischerweise. Denn auch in diesem Chapter haben wir diese Protect, also diese Beschützgeschichte wieder ganz, ganz groß aufgezogen, dass Kabaki Naruto beschützen möchte, Boruto möchte eben Kabaki beschützen und Naruto möchte eben seinen Sohn und auch Kabaki beschützen. Also beschützen, beschützen, beschützen. Wir haben es fast in jedem Satz hier in diesem Chapter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es später dazu kommt, dass Kabaki eben immer noch auf der Seite von Konoha ist und eben Boruto beschützen möchte und der eventuell vom Weg abgekommen sein könnte. Oder, wie gesagt, Momoshiki übernimmt die Kontrolle und Kabaki kann es nicht übers Herz bringen, Boruto umzubringen, weil er ihn eben als Bro beschützen möchte. Und ich finde, es hätte einen besonderen Flavor, wenn Boruto eben in dieser Serie, nämlich dem Nachfolger Naruto, als Main Protagonist, nicht der Main Protagonist für immer bleibt, sondern eben irgendwann der Antagonist wird. Weil wir hätten damit die Formel von Naruto, die wir sehr, sehr oft haben. Ich meine, Kawaki und Boruto sind eben Naruto und Sasuke. Wir hatten damals Fluchmal oder andere Sachen. Hier haben wir eben das Karma und so weiter und so fort. Wir haben sehr viele Sachen aus dem alten Naruto. Aber diese eine Sache, dass Boruto eben der Antagonist wird, natürlich kann man es mit Sasuke vergleichen, weil ich würde sagen, mit Sasuke war es noch etwas was anderes. Wie dem auch sei, was ich sagen wollte, ist, diese eine Sache könnte der Boruto-Serie unfassbaren Aufwind geben und irgendwie eigenständig dastehen lassen. Ich glaube, es wäre ein richtig krasser Die Frage ist natürlich, wie macht man das? Wird man die Route gehen, dass Momoshiki Boruto komplett übernimmt für einen längeren Zeitraum? Oder stört sich Boruto an irgendwas, was Konoha macht und möchte deshalb einen anderen Weg einschlagen? Dieser eine Knackpunkt ist noch super, super schwer zu beurteilen, aber die Sache ist immer noch offen, muss man ja definitiv sagen. So, wir kommen dann wieder zum Kampf und wow, ich muss sagen, normalerweise hitten mich Kampfkapitel, die jetzt nicht unbedingt Naruto gegen Ishiki sind, nicht so krass, aber das hier hat es definitiv in sich gehabt. Also, Boruto sieht mit dem Karma unfassbar ready aus und Real Talk, bin ich der Einzige, der wirklich fühlt, dass dieser Moment hier so der erste richtige Boruto ist auf sich alleine gestellt Moment ist. Ich hatte hier wirklich Gänsehaut. Ich fand das richtig gut gemacht. Ich muss aber sagen, ich liebe es. Diese Szene war wirklich sehr, sehr stark. Wir kommen dann zu Bubblehead Naruto. Ja, ich habe es in der letzten Review angesprochen, Freunde. Er kommt immer noch nicht auf seinen Schiff klar, hat auf Boruto nicht gehört, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat und bekommt jetzt eine Quittung dafür, dass er Boruto nicht aufspüren kann, weil seine ganzen Shinobis in Konoha einfach alle Scheiße sind. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er die weggeschickt und die haben die Ausbildung in Tsunagakure abgeschlossen, aber irgendwie sind die nicht wirklich auf der Höhe. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, Naruto sollte die Quittung wirklich fett dafür bekommen, dass er nicht auf Boruto in so einer Ernstlage gehört hat, als er gesagt hat, dass Kawaki das Dorf verlassen hat. Aus diesem Grund würde ich schon sagen, lassen wir ihn für diesen Kampf raus, scheiß drauf, bringt mir die Sasuke Wildcard rein. Ich bin dafür, dass Boruto diesen heftigen Fight hat und Sasuke dann auftritt, um eben denen zu helfen. Das wäre einfach richtig geil, denn Sasuke ist auch jemand, wie ich oft erwähnt habe, der im letzten Kampf gegen Ishiki die kleinste Rolle gespielt hat, muss man so
sagen, Sasuke ist krass, kein Thema, aber er hat die kleinste Rolle gespielt gegen Ishiki. Und aus diesem Grund kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt mal so ziemlich schnell einen geilen Moment bekommen sollte. Und das Letzte, was wir von ihm gehört haben, war eben, dass er an der Grenze des Dorfes war und dann abgezogen ist. Also stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass er Boruto aufgespürt hat und auch in der Nähe ist, um ihm zu helfen. Da er das Rinnegan verloren hat, stand jetzt, kann man auch sagen, hey, vielleicht müssen Sasuke und Boruto auch Tag-Team-mäßig gegen Code kämpfen, um ihn fertig zu machen. Und das wäre absolut anders feier und ich wäre richtig ready dafür. Also mal gucken, eventuell auch Kakashi Wildcard, aber ja, Kakashi, da müssen wir, glaube ich, noch eine ganz gute Weile warten, dass der mal irgendwas macht. Auf jeden Fall kommen wir hier zum Kampf und ja, wir sehen dann, dass Boruto gegen Code mit seinem Stand Sticky Finger keine Chance hat. Also wir wissen ja, dass Code mit quasi Reißverschlüssen arbeitet und deswegen kann Boruto ihn hier nicht treffen. Ich muss zum einen sagen, sehr, sehr geil mit den Blitzen, die Boruto hier droppt und zum anderen, wow, richtig geiles Kampfkapitel, wird im Anime anders hitten, denn Boruto benutzt hier, und das finde ich einfach nur fantastisch, Boruto benutzt hier den Naruto-Sasuke-Trick mit den Schatten-Doppelgänger-Shuriken, den sie damals gegen Zabuza gepult haben. Es ist einfach geil, seien wir ehrlich, es ist wirklich ein geiler Moment gewesen. Trotzdem müssen wir sagen, Code spielt hier eigentlich nur mit Boruto und zeigt ihm den immensen Unterschied auf. Denn Boruto ist ein Amateur, wenn es darum geht, mit dem Karma zu kämpfen. Code ist wie gesagt kein Gefäß gewesen, das heißt, er konnte Ishikis Geist oder wie das sagen wollt, nicht übernehmen. Er war nicht dafür geeignet. Aber das Karma hat er trotzdem bekommen. Er ist eben ein Gefäß, was nicht geeignet ist, aber das Karma hat er. Sagen wir es mal so. Und er droppt auch hier die Information, dass er nicht nur Jutsus absorbieren kann, sondern dass Karma-Nutzer auch wesentlich stärker werden. Das liegt daran, dass die Erfahrungen der Kämpfer über, jetzt haltet euch fest, Jahrtausende gespeichert werden. Das heißt, jeder Nutzer vom Karma, also so One-for-All-mäßig, wird immer stärker und stärker und stärker vom Nutzer zum Nutzer zum Nutzer. Die Frage ist natürlich, okay, das heißt ja auch, dass Momoshiki wohl über Jahrtausende gelebt hat, was auch nochmal crazy ist, wenn man überlegt, wenn wir irgendwann mal zum Momoshiki-Character-Arc kommen, wenn wir mal vielleicht seinen Flashback bekommen, das können wir aktuell sowieso nicht einschätzen. Aber das heißt für uns eine ganz, ganz besondere Sache. Wir wissen natürlich, Momoshiki, ich denke mal, er wird nicht so ein Low-Bob Uzutsuki sein. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch stärker geben wird, aber der hat auf jeden Fall was hergemacht. Der wird wahrscheinlich schon einiges drauf gehabt haben. Also kommen wir leider zu einer Debatte, die ich ansprechen muss. Und ich weiß, viele werden jetzt kotzen, aber Leute, müssen wir kurz reingehen. Und zwar, wir kommen zur Debatte, kann Boruto in seinem Manga-Anime, je nachdem, stärker werden als Naruto? Ihr wisst, ich bin immer jemand, ich finde, solche Nachfolger-Serien wie Dragon Ball Super oder Boruto müssen zum einen nicht besser werden als die vorherige Serie. Und zum anderen, bei Boruto ist es so, ich finde, die Serie muss nicht, oder die Serie kann gute Qualität haben, ohne dass Boruto jemals Naruto übertrifft von der Stärke. Her. Mit dieser Information sieht es aber ganz anders aus, weil wenn das Karma, die Kräfte, die Kampfmuster, die, ja, wie die Leute halt kämpfen, ne, die ganzen Erfahrungen, wenn das Karma das über Jahrtausende speichert und Boruto irgendwann Full Kontrolle und Full Access bekommt auf dieses Karma, dann muss er ja absolut Overkill sein und da kann man sich eigentlich nur denken, dann muss er Naruto übertreffen. Wie gesagt, beruhigt euch, es ist nur eine Aussage von mir, lasst uns durchatmen, aber es ist anscheinend der Lauf der Dinge, den wir hier anstreben, dass Boruto früher oder später Naruto in seine Schranken weisen wird. Es ist immer noch sein Manga, es gehört dazu, Kinder überflügeln immer ihre Eltern, deswegen, Leute, vergesst es nicht. Jetzt natürlich die andere Frage, wenn Boruto durch das Karma die ganzen Fertigkeiten oder die ganzen Skills der vorherigen Nutzer, also Momoshiki, also die ganzen vorherige Zeit von Momoshiki, wenn er die erbt, ist es dann nicht ein bisschen unverdient, weil er sich nicht verdient hat? Da würde ich sagen, warten wir es ab, wie Boruto das nutzen wird, wie er in den zukünftigen Kämpfen kämpfen wird, weil da gehört immer noch Strategie und anderes dazu. Und zum anderen würde ich sagen, Leute, let's keep it real. Naruto ist zwar irgendwo ein Underdog, aber er hat im späteren Teil der Shippuden-Serie auch Power-Ups bekommen, die sehr granted waren, also die sehr, ich will nicht sagen nicht verdient, weil das ist zu hart, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit den 6 Fahrermodus oder anderen Sachen, die er dann so bekommen hat. Zum Beispiel Kurama ist verdient, weil er war jemand, der als Jidudiki mal versucht hat, sein Biju zu verstehen, deswegen hat er sich das auf jeden Fall verdient, aber lasst uns abwarten, urteilt nicht zu früh, was diese neue Information angeht mit dem Karma. Lass uns das Ganze ganz nüchtern betrachten und gucken, wie Kishimoto das in der Zukunft machen will. Aber erstmal eine
krasse Information, muss man hier definitiv sagen. Und wir kommen damit zum Ende vom Chapter, wo Boruto quasi die Karma-Stufe 2 aktiviert, denn wir sehen hier, dass er wieder in diesem Momoshiki-Modus ist, aber folgendes, er hat sein eines Auge offen. Und wir haben vorher gesehen, als Boruto in diesen Modus gegangen ist, dass er das eine Auge zu hatte. Natürlich fehlt hier noch das Horn, aber wir sehen hier definitiv, dass in Boruto eine Veränderung stattfindet und weil wir das Auge sehen, kann man hier sehr stark davon ausgehen, dass Boruto eben hier die Kontrolle hat, was immens ist, weil eventuell kann er dann schon mal von Taijutsu her nun krasser reinhauen. Also Leute, ich sag's so wie es ist, nächstes Chapter vom Potenzial her sieht Insanity aus. Also ich muss sagen, hat mir unfassbar gefallen. Ich kann gar nicht warten auf das neue Chapter. Und wie es aussieht, nimmt Boruto nun wieder richtig, richtig fett Fahrt auf. Also Leute, ein weiterer Monat Boruto wieder damit geschafft. Mal sehen, wann sich Sasuke das nächste Mal blicken lässt und wie der ganze Verlauf weitergeht und wann der Timeskip anfängt. Ich meine, die Fans fangen sogar an, jetzt Fake-Spoiler zu machen, um irgendwie die Boruto-Fans anzuheizen. Aber aktuell ist es eine gute Phase, deswegen lasst uns das Ganze einfach genießen. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da, gebt einen Daumen nach oben auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal. Ich bin jetzt raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.